Bevor das Video losgeht, möchte ich noch mal ein Statement von mir einblenden, das ungefähr 2 Jahre alt ist. Das habe ich ziemlich am Anfang von meinem ersten, ich glaube, es war sogar mein erstes Video seit dem Neuanfang von dem Kanal. Das blende ich jetzt hier mal ein. Vorher noch ein paar Worte zu mir. Ich fahre E-Auto, ja. Ich bin Öko, nein. So, ob sich daran jetzt was geändert hat, ob ich jetzt ein Öko-Fanatiker bin oder nicht, das seht ihr in diesem Video. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Heute mal nicht unterwegs mit dem Auto, weil ich Urlaub habe. Ich viel Arbeit habe momentan und dementsprechend wenig Zeit habe zum Aufnehmen. Im Urlaub habe ich komischerweise mehr Arbeit als in der Arbeit. Ich freue mich wieder auf die Arbeit, weil dann habe ich Urlaub. Oder so ähnlich. Ich hoffe, das sieht mein Chef nicht. So, um was geht's heute? Heute sitze ich wieder mal auf meiner Bank. Da sitze ich öfter. Ich habe hier mal einen kleinen Kameraschwenk vorbereitet. Das sehe ich von meiner Bank aus. Die ist nicht einmal fünf Minuten von meinem Haus weg, in der Natur. Da kommen auch nicht viel vorbei. Da sitzt man im Schatten. Ich habe ein Getränk dabei, weil es länger dauern könnte, das Video. Ich weiß es noch nicht, ob es 15, 20 oder vielleicht sogar 45 Minuten werden. Das wird man dann sehen. Ich sitze hier öfter auf der Bank und sinniere so vor mich hin. Was gut ist, was schlecht ist, was ich gut gemacht habe in meinem Leben, was ich schlecht gemacht habe in meinem Leben. Und nur wenn man das Schlechte sieht und akzeptiert, kann man es ändern. Und da bin ich jetzt in den letzten Jahren permanent dabei. Und wenn man das Schlechte ändert, wird es gut. Was eigentlich ganz sinnvoll ist. Sonst bräuchte man es nicht machen. Und da ich heute keine Lust habe, allein hier zu sinnieren über dieses Thema, was jetzt kommt, sondern euch dabei haben wollte, habe ich euch einfach mitgenommen. Schnappt euch ein Getränk, setzt euch hin, habt euch lieb und ja, höret meiner Worte. Und wenn nicht, schaltet ab. Auch gut. Um was geht's heute? Also wir haben auch in der Arbeit sehr viel diskutiert über das Böse in der Welt. Was ist das Böse in der Welt? Für jeden ist was anderes das Böse in der Welt. Der Ami ist das Böse in der Welt, der Iraner ist das Böse in der Welt, der Russe ist das Böse in der Welt. Wir Deutschen sind die Bösesten und so weiter. Also es gibt genug verschiedene Ansichten, wer böse ist und wer nicht. Jetzt muss ich dann gleich wieder an dieses Sprichwort denken. Wer anderen in die Höhe beißt, ist böse meist. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Also okay, ja. Aber es hat sich jetzt auch noch ganz was anderes rauskristallisiert, wer böse ist. Und damit meine ich jetzt nicht einmal wir E-Autofahrer, dass wir böse sind oder die Verbrennerfahrer, dass die böse sind. Nein, wir sollten miteinander arbeiten, um eine bessere Zukunft zu gelangen. Sondern es hat sich eine neue Kreatur herausgemacht, die eigentlich alles überschattet. Das Böseste schlechthin, so kommt mir das vor. Und es ist kein 2,50 Meter Golem oder keine Ahnung was, sondern das ist Greta Thunberg. Bei sehr vielen Gesprächen höre ich immer wieder und ich habe ja verschiedene WhatsApp-Gruppen, da kommen immer wieder mal so kleine Posts, so mit Bildern und so weiter, mit der Greta Thunberg drauf. Und die meisten sind negativ. Da sieht man dann zum Beispiel mal so einen Ferrari-Auspuff, wo hinten Fuck Greta draufsteht. Also ich schaue mal, ob ich das drin lassen kann, ansonsten piepse ich es raus. Es wird wahrscheinlich sowieso öfter gepiepst werden müssen, weil ich glaube, sonst wird das Video gesperrt. Da sieht man den Auspuff mit diesem Spruch obendrauf. Oder ich höre sehr viel, ja, dieses Friday for Future. Das ist alles bloß Gehirngewäsch und
das ist alles, das macht doch keinen Sinn und die sollen lieber, die Balken sollen lieber in die Schule gehen und so weiter. Da kann man jetzt drüber denken, wie man will. Ich habe auch eine eigene Meinung drüber. Ich meine, die machen es richtig. Wenn die Arbeitnehmer irgendwo demonstrieren, dann demonstrieren sie auch nicht am Wochenende, sondern unter der Woche, unter der Arbeitszeit. Warum sollen die das dann nicht auch machen? Dann fallen so viele Stunden aus momentan, weil die Lehrer völlig überfordert sind und wenn sie krank sind, haben sie keinen Ersatz und so weiter. Da fallen schon so viele Stunden aus. Und dann kann man das vielleicht sogar ein bisschen komprimieren. Wäre auch eine Möglichkeit, dass man Freitag gleich sein lässt. Ja. So. Es ist so viel Negatives in diesem Friday for Future, das ich gehört habe, wie zum Beispiel die Balgen, dann demonstrieren sie am Freitag für Umwelt und dann lassen sie sich in die Schule mit ihren SUVs vor ihre Eltern fahren. Oder fliegen dann zweimal, dreimal in den Urlaub im Flugzeug. Und dann sage ich immer, woher weißt denn du das? Kennst du welche, die das machen? Die mit einem SUV dann fahren oder dreimal im Jahr in Urlaub fliegen. Nö, dann kennen es keinen. Also das sind reine Mutmaßungen, die die dann antreffen oder die dann angeben, nur um eine Bewegung schlecht dastehen zu lassen. Warum ist das so? Und da habe ich lange drüber überlegt und irgendwann mal ist mir der Gedanke gekommen, alles, was einem Angst macht, macht man erstmal schlecht. Ich glaube nicht, dass die meisten oder sehr viele von denen, die auf diese Friday for Future gehen, mit dem SUV sich in die Schule fahren lassen. Ich wohne am Land, da musst du mit dem Bus fahren, weil die Schule einfach zu weit weg ist. Greta Thunberg hat was Schlimmes gemacht. Und zwar uns, da nehme ich mich mal jetzt nicht aus, weil ich ja auch in dieser Generation bin, diese Generation von alten Leuten, und für junge Leute sind alle über 35 alt, das ist so, haben dieser Gesellschaft, dieser alten Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten. Und die meisten, die das da in dem Spiegel sehen, gefällt den meisten selber nicht. Aber es ist halt sehr umständlich, das zu ändern. Eine kleine Geschichte, ich arbeite bei Siemens, das weiß jeder. Oder wenn nicht jetzt, wisst ihr es. Und da gab es vor ein paar Jahren, gab es da ein, ja, wir haben ein VV-Wesen, Verbesserungsvorschlagswesen, und da können Mitarbeiter Verbesserungen schreiben und damit auch ein bisschen Geld verdienen. Ja, die bekommen, wenn wir die Verbesserung haben, und Siemens spart sich aufgrund von dieser Verbesserung innerhalb von 3 Jahren so und so viel Euro, dann kriegt ihr eine Ausschüttung davon, einen Teil davon. Und da sind halt Prämien dabei von 25 Euro bis teilweise gut vierstellig. Ja, also ist alles mit dabei, habe ich alles schon mitgemacht, funktioniert auch sehr gut. Wir haben dann VVs, die in verschiedene Themen gehen, also Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Personal, erleichterndes Arbeiten, Ergonomie und so weiter. Und es gibt auch eins, das ist mit Qualität verbunden. Und wir haben gesehen, dass wir eigentlich überall mit den VVs recht gut dabei sind, aber Qualität ist ein bisschen nach unten gegangen. Also nicht die Qualität selber, sondern die VVs vom Qualitätsdenken her. Da gab es 2 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 war, wir verbauen so gute Materialien, wir verbauen so gute Geräte, wir haben kein Qualitätsproblem. Oder wir geben uns mit dem zufrieden, was wir haben, was wir machen und denken nicht weiter. So, und wir sind auf den Zweig gekommen, dass wir dann gesagt haben, okay, ich glaube, dass wir ein bisschen die Qualitätsverbesserungsvorschläge pushen sollten und die müssen wir ein bisschen bewerben. Und das hat Siemens dann gemacht und derjenige, dem das eingefallen ist, den gehört sie heute nachträglich noch befördert, weil es gab so Flyer, gibt es bei Siemens, da steht dann drauf, Fragen zum Beispiel, da steht, wer ist zuständig für Software, wer ist zuständig für Hardware, und dann klappst du das auf und da sind Bilder mit Telefonnummern und E-Mail-Adressen drin.
von den Leuten, die für die einzelnen Gewerke zuständig sind. Das heißt, wenn du ein Problem hast, brauchst du nicht lang suchen oder hey, wer ist denn da zuständig, sondern dann machst du ein Mäppchen auf, zack, wunderbar, da hast du den und den, rufst den an, du, ich habe ein Problem mit SAP. So, aber für Qualität gab es sowas nicht. Und dann haben sie sich Gedanken gemacht, ja, wer ist denn für Qualität zuständig? Jede Abteilung hat seinen eigenen Qualitäter, sage ich jetzt einmal. Und der ist halt für diesen Bereich zuständig. Aber er ist nicht zuständig dafür, was die Leute bauen. So, und dann haben die ein wunderbares Werkzeug haben die rausgebracht, also so ein Flyer, wo dann drauf steht, wer ist für Qualität zuständig? Und dann hast du das aufgeklappt und da waren keine Bilder mit E-Mail-Adressen drin, sondern ein Spiegel. Und dann ist drin gestanden, du bist verantwortlich für Qualität. Und das stimmt. Absolut. Jeder ist verantwortlich für das, was er macht. Jeder ist verantwortlich für das, was er baut und für das, für was er zuständig ist, wie er das macht. Ich kann schon Sachen zusammenbauen und so Larifari und nicht dran denken und so weiter, unkonzentriert arbeiten, dann können Fehler passieren, qualitative Fehler auch. Oder man ist halt voll dabei und kann auch seinen Namen drunter schreiben, wenn man sowas abgibt. Und das passiert ja bei Siemens oft, weil man ja, wenn man überprüft, auch einen Namen mit hinterlegt. So. Und so ist es da im Endeffekt auch. Jeder von uns ist selber verantwortlich für das, was er der Umwelt antut. Schade ist nur, dass jeder und viele Diskussionen in der Arbeit deuten auch darauf hin, dass sehr viele erst einmal zurückschrecken und sagen, nö, mach ich nicht, weil da muss der erstmal was machen und der erstmal was machen und der erstmal was machen. Das heißt, Umweltschutz beginnt erst mit anderen, nicht mit sich selbst. Da bin ich jetzt weg von der Schiene schon lang. Ich habe mich eines Tages nicht auf diese Bank, aber auch auf eine Bank gesetzt und habe über mein Leben so nachgedacht, was sich verändern sollte und habe das dann durchgezogen. Das war vor 4 Jahren. Wir haben vor 4 Jahren ein Haus gebaut. Wir sind vor 4 Jahren von einer Stadt aufs Land gezogen. Und wir haben innerhalb von den 4 Jahren auch viel verändert. Ja, wir fahren E-Auto, 2 mittlerweile. Ist mir deswegen eine Umweltschoner? Nicht unbedingt, weil E-Auto, wie ich in einem anderen Video oder schon öfters erwähnt habe, E-Autos auch Ressourcen brauchen und auch deswegen nicht umweltfreundlich sind. Sie sind umweltfreundlicher als normale Verbrenner, ja. Auch wenn man es immer gern wegdiskutieren will, es ist so, E-Autos sind umweltfreundlicher. Mit Lithium hin und Akkubau her und CO2-Rucksack und so weiter. Interessant ist, dass der ADAC jetzt gestern eine Studie rausgebracht hat, wo dann draufsteht, dass ein E-Auto sich nach 60.000 Kilometern erst rentiert, im Gegensatz zum Verbrenner, was CO2 betrifft. Also man muss so viel CO2 erstmal in die Hand nehmen, um das Auto zu bauen, um den Akku zu bauen. Da muss man 60.000 Kilometer muss man da fahren, dass man dann gleich ist. Das ist ganz interessant, weil vor einem Jahr waren es noch 100.000 Kilometer und vor 2 Jahren waren es noch 120.000 Kilometer. Also entweder ist ein E-Auto so extrem umweltfreundlicher geworden als vorher, was nicht der Fall ist, oder die Verbrenner sind so extrem umweltschädlicher geworden als vorher, was auch nicht der Fall ist. Oder, und das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich eher der Fall, die Berechnungen, die bis jetzt angestellt haben, stimmen hinten und vorne nicht. Und jetzt kommen sie langsam drauf, was sie alles dazu nehmen müssen zu den Berechnungen und abgeben müssen von den Berechnungen, dass man jetzt langsam mal auf ein Level kommt, der nahe der Wahrheit kommt. Und ich glaube, selbst in einem Jahr wird es neue Berechnungen geben und da wird dann drinstehen, dass nicht in 60.000 Kilometern ein E-Auto besser ist als ein Verbrenner, sondern in vielleicht 30.000. Das kann sein. Man weiß es nicht. Wir haben ein Holzhaus gebaut. Warum ein Holzhaus? Weil es für mich ökologischer ist als ein normaler Steinbau.
schlagt mich jetzt oder hebt mich in den Himmel, das ist mir völlig egal. Meine Meinung ist, ein Holzhaus ist ökologischer. Wir haben so gut wie kein Zement, wir haben so gut wie kein Beton, wir haben so gut wie kein Mörtel, wir haben nur Holz. Genagelt, aus. Natürlich haben wir auch Sachen wie den Außenputz und so weiter, muss man alles rechnen. Und die Ziegel und so weiter, muss da auch alles rechnen, das muss da auch alles herstellen. Aber ich glaube, dass ein Holzhaus am ökologischsten ist. Ich habe damals das Haus aber nicht gekauft oder bauen lassen, weil es am ökologischsten ist, sondern weil es für mich am meisten Sinn gemacht hat. Ich kann mal, wenn ihr wollt, ein extra Video machen über das Haus, weil ich habe das Haus bestellt, wie mein Auto konfiguriert im Internet. So habe ich das Haus konfiguriert und habe es so bestellt. Das hat 4 Wochen gedauert, die Bodenplatte, also es hat ein halbes Jahr gedauert, dann haben wir die Bodenplatte gemacht. Nach 4 Wochen sind sie gekommen an einem Freitag und haben das Haus aufgestellt. Abends am Freitag um 17 Uhr war das Haus soweit schon komplett fertig, bis auf die Ziegel drauf, aber es war schon wasserdicht. 4 Wochen später haben wir den Schlüssel bekommen, war das Haus komplett fertig. Das ist für mich Ökologie. Wir haben unser Leben umgestellt. Wir haben unseren Fleischkonsum drastisch reduziert. Das heißt nicht, dass wir kein Fleisch mehr essen, nein. Aber wir haben ihn reduziert. Wir haben, da sind wir jetzt drüber, die Plastikflaschen im Kampf angesagt. Wir wollen keine Plastikflaschen mehr kaufen, Wasser in Plastikflaschen. Ich selber trinke meistens nur noch aus dem Wasserhahn. Gekühlt mit ein bisschen Fruchtsaft. Wunderbar. Wir haben unseren Wurstkonsum fast gegen Null gefahren. Letztens haben wir mal wieder Salami gekauft, weil es mich gebockt hat, und ein Wiener. Aber selbst das haben wir reduziert. Uns geht es da aber auch nicht unbedingt darum, dass man dann die Tierhaltung dann verbessert oder halt die Tierhaltung etwas reduzieren kann, weil wenn es einer macht, rentiert es nicht. Es müssen mehr machen. So, und Greta hat uns als Gesellschaft, ich hasse die Natur, überall Stechmücken, Greta hat uns als Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten, in dem es heißt, jeder soll anfangen, an die Umwelt zu denken. Es ist schade, dass ein damals 15, heute 16-jähriges Mädchen uns darauf aufmerksam machen muss. Weil eigentlich sollten es wir selber machen. Und wenn es wir nicht selber machen, sollten es unsere Politiker machen. Tun sie aber nicht, weil sie viel zu industriegesteuert sind. Was heißt denn, wir müssen die Umwelt schonen? Das heißt nicht, dass wir jetzt alle umrüsten sollen von Verbrenner auf E-Autos, was sicherlich besser ist, als noch mehr Verbrenner zu kaufen. Aber die Umwelt wird dadurch schon eher geschont, das wäre schon ein Anfang, aber so richtig gut ist es nicht. Wir müssen von der Anzahl der Autos müssen wir einfach weg. Wir haben immer mehr Leute in Deutschland, die Autos fahren können, dürfen und natürlich auch wollen, und dementsprechend kaufen die auch Autos, klar. Flugreisen für 79 Euro nach London. Warum gibt es sowas? Flugreisen sollten viel teurer werden, weil Flugreisen eben ganz große oder einen ganz großen Anteil an Luftverschmutzung hat. Tempolimit auf der Autobahn gehört sie. Warum? Weil das nachweisbar, auch wenn man es nicht hören will, nachweisbar ein Auto mit 120 Stundenkilometer weniger Sprit braucht als ein Auto mit 160. Ganz klar. Selbst wenn man sagt, es ist nur ein Bruchteil, aber selbst wenn es ein Bruchteil ist, ist es schon mal besser als nichts. Und wenn jeder mit sich selber anfängt und nicht immer auf andere deutet, du musst das machen und Schiffsverkehr muss weg und Flugzeug muss weg und so weiter. Nein. Ja, schon. Aber nein, fang trotzdem selber an. Fang an, umwelttechnisch zu denken. Das entschleunigt auch ein bisschen. Man kann zum Beispiel damit anfangen, man muss ja nicht gleich ein E-Auto kaufen oder, keine Ahnung, irgendein, schieß mich tot, ja, zu Fuß gehen und nur noch
keine Ahnung, eine Unterhose haben und fünf T-Shirts oder so. Nein. Wenn jeder schon mal da anfangen würde, seinen Müll nicht aus dem Auto zu werfen zum Beispiel. Wie oft bin ich als Motorradfahrer in Deckung gegangen, weil irgendein Vollpfosten vor mir seine Zigarette, die er raucht, aus dem Fenster rausschnippt. Warnung an alle jetzt mittlerweile. Wenn es wieder der Fall ist und an der Ampel steht vor mir einer, der die Zigarette rausschnippt und ich bin mit dem Motorrad unterwegs, steige ab, heb die Zigarette auf und schnipp's ihm auf seinen Rücksitz. Dann steige ich auf mein Motorrad auf und fahre. Das gehört sich nicht. Da gehören drastische Strafen hin. 5.000 Euro, wenn einer seine Zigaretten aus sich schnippt oder seinen Kühlschrank in den Wald wirft. Völlig egal. Umweltverschmutzung. Zigaretten aus dem Auto oder einfach nur so hinwerfen, es ist eine ökologische Katastrophe. Da gibt es Filme über Regen, der in Städten die Zigarettenstummeln im Endeffekt durchnässt und das Wasser, das dann in die Kanalisation läuft, völlig vergiftet ist durch diese Zigaretten. Oder Fastfood-Tüten. Es gibt Leute, die fahren mit ihrem Auto in den Drive-In, fahren mit dem Auto raus, fressen ihr Zeug am Parkplatz und dann schmeißen sie die Tüte nicht weg, sondern einfach nur aus dem Auto raus. Ich würde da eine Kamera hinbauen und jeder, der das macht, kriegt von mir 5.000 Euro Strafe. Der macht das nie mehr wieder. Oder, wenn er keine 5.000 Euro hat, soll er seinen Abfall fressen. Vor der Polizei. Dann macht er das auch nicht mehr wieder. Und dann wird es ihm schlecht. Ist vielleicht jetzt ein wenig drastisch. Ja, mag sein. Aber nur auf andere zu deuten und sagen, der muss mit dem Umweltschutz anfangen. Und ich bin wahrlich kein Umweltschützer in dem Sinn. Ja, ich fahre immer noch meinen Zweitakter. Der ist umwelttechnisch, weiß ich, grandios schlecht. Ich hole ihn auch nur ganz selten raus. Nur wenn ich wirklich Lust habe oder wenn er mal gefahren werden muss und so weiter. Ja, ich habe auch noch Motorräder. Ja, in Urlaub bin ich schon lange nicht mehr geflogen. Wäre auch demnächst nicht fliegen. Nicht, dass ich wüsste. Ich fahre auch mit dem Zug dann auf die IAA nach Frankfurt zum Beispiel. Müsste ich ja rein theoretisch auch nicht machen, aber mache ich. Also umwelttechnisch bin ich jetzt nicht Grösus. Ich bin nicht der liebe Gott. Aber ich habe für mich schon mal angefangen, ein bisschen umzudenken. Wie zum Beispiel Klamotten. Ich habe noch Klamotten, alte Klamotten, die sind von irgendwelchen Firmen, die jeder kennt, die sich selber als Premium-Firma beschreiben und dann in Bangladesch von Frauen zusammennähen lassen und mit Chemikalien waschen lassen, dass die Teile halt irgendwie an den Mann gebracht werden können. Den habe ich, gibt es nicht mehr. Ich kaufe nur noch Klamotten, die in Deutschland hergestellt werden. Nicht, weil ich national eingestellt bin, sondern einfach, weil ich sage, wenn das Teil in Deutschland hergestellt wird, braucht es nicht quer um die ganze Erde schippern. Ja, die T-Shirts sind teurer als so 3-Euro-T-Shirts von, keine Ahnung, wie es alle heißen, Orsay, Kick und wie es alle heißen. Ja, ist mir schon klar. Aber ich habe die jahrelang, die halten einfach ihre Form. Ich habe zum Beispiel die T-Shirts da jetzt. Das habe ich ausgemacht, das ist ein deutscher Hersteller, der stellt die selber her, der näht die selber, der färbt die selber. Und man kann sogar noch besticken lassen mit dem Namen oder Logo, wie jetzt da. Kostet nicht mehr als ein normales T-Shirt. Aber kommt aus Deutschland. Damit schafft man für Deutschland Arbeitsplätze und man ist ökologisch etwas in einem Gleichgewicht, sage ich mal so. Ja, ich kaufe mir nicht 35 Shirts im Jahr, damit ich nach dem dritten, vierten Mal waschen das Teil wegschmeißen muss. Letztens habe ich eine Reportage gesehen, mittlerweile bieten Firmen solche T-Shirts an, um zu sagen, hey, das ist eine Art Einweg-T-Shirt. Das kannst ein-, zweimal waschen und dann ist es kaputt. Und die haben es dann benutzen wollen als Putzhadern, also Putzhoden heißt das bei uns, ja, als Putzlappen. Und selbst dafür kann man die nicht einmal brauchen, weil die einfach so grottenschlecht sind. Die sind einfach grottenschlecht. Und sowas
sollte man nicht kaufen. Ich kaufe 10, 12 T-Shirts, 15 T-Shirts, keine Ahnung, auf einen Schlag und habe dann jahrelang wieder Ruhe. Jetzt bin ich jetzt modisch Lagerfeld, das ist mir schon auch klar. Ja, und ich bin auch modetechnisch überhaupt nicht up to date. Interessiert mich aber auch nicht. Ja, es gibt andere, die wollen sich halt modisch kleiden. Ja, aber schaut drauf, dass ihr Qualität kauft. Und Qualität heißt nicht nur teure Klamotten von irgendwelchen teuren Premium-Labeln, die keine Qualität herstellen. Das ist keine Qualität, was die verkaufen, bloß weil es einen Haufen Geld kostet. Das ist Scheißdreck. Ja? Und dementsprechend kann jeder anfangen, ohne dass er sich großartig zusammenreißt, um schon mal umwelttechnisch einen grüneren Daumen zu haben. Bin ich deswegen Umweltterrorist? Aktivist? Nö. Will ich, dass der Umwelt besser geht als jetzt? Ja. Und ich finde es halt nur traurig, dass die Kinder, unsere Kinder, eure Kinder, euch darauf aufmerksam machen müssen. Ich finde es toll, dass sie es machen. Aber ich finde es bloß traurig, dass sie es machen müssen. Und interessant ist, wenn ich jetzt die CSU hier in Bayern anschaue, der Söder, ist ein ganz toller Politiker, den kann ich ganz gut ab. Ja, den glaube ich nicht einmal, wenn er die Wahrheit sagt. Das ist für mich ein typischer Politiker. Grinsen in die Kamera und nicht, für mich nicht glaubwürdig. Was machen die jetzt? Jetzt hat er ein Bild, hat er veröffentlicht über die CSU, wo er sich an einem Baum hinstellt und den Baum so mehr oder weniger umarmt. Ich kann euch schon sagen, warum dass er das macht. Ja, das macht er nicht, weil er den Baum so lieb hat oder weil er die Natur so liebt. Ja, weil dafür ist er viel zu sehr an die Industrie gekoppelt. Sondern denen geht der Stift auf Grundeis. Ja, die Volksparteien verlieren seit Jahren immer mehr Wähler. Und es gibt Alternativen, die gewählt werden. Ich finde als Alternative die AfD falsch. Ich habe die AfD nicht gewählt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich die AfD jemals wählen werde. Das ist jetzt ein politisches Statement. Wollte ich eigentlich so gar nicht, gell? Aber ist egal, da stehe ich dazu. Die sehen, dass die jungen Leute auf die Straße gehen, genau die jungen Leute, über die jahrzehntelang gesagt worden ist, die jungen Leute haben kein Interesse an Politik. Jetzt haben sie es. Jetzt zeigen sie es. Und dann passt es auch wieder nicht. Und warum? Ganz einfach. Der CSU laufen auch in Bayern die Wähler weg. Man hat es jetzt an der letzten Landeswahl gesehen. Und man hat gesehen, dass die CSU wirklich krampfhaft sich gerade noch halten kann. Auch hier in Bayern. Gerade in Bayern, weil ich glaube, CSU gibt es ja bloß in Bayern. Landestechnisch führen sie sich auf, als hätten es 80% die CSUler. Wenn ich mir so Verkehrsminister anschaue oder den Seehofer, führen sich auf, als hätten es 80% und haben landesweit, glaube ich, wie viel? 2,0% gehabt, sind im Endeffekt, oder 8% irgendwie, und sind bloß halt durch die CDU halt mit reingekommen. Die haben Angst. Weil was passiert denn in 3 Jahren, in 4 Jahren, in 5 Jahren? Dann dürfen die jetzt auf die Straße gehen und die Schnauze voll haben, mit Recht voll haben, dürfen wählen. Jetzt tun es noch keinem weh. Sollen es doch in der Stadt rumlaufen, Friday for Future am Arsch. Ja, völlig uninteressant für die Politiker. Das sind bloß irgendwelche, keine Ahnung, Bratzen, die jetzt unangenehm werden. So sehen Politiker die.
Anders werden sie es sehen, wenn sie wählen dürfen. Und das ist in 2, 4 und in 6 Jahren soweit. Wie alt sind sie denn? 14? 14 Jahre, 12 Jahre, 14 Jahre, 16 Jahre gehen auf die Straße. Und jetzt lass die mal 18 werden und wählen dürfen. Ja, wen wählen die denn? Nicht die CSU. Nicht die Volksparteien allgemein. Nein. Nein. Wählen sie nicht. Die wählen eine Partei, die sie unterstützen. Und diese Partei, die sie unterstützen, sind in dem Fall die Grünen. Mag jetzt gut sein oder schlecht, jeder hat seine eigene Anschauung über die Grünen. Ich finde, ein bisschen Grün gehört überall hin. Ja. Ich habe Grün schon gewählt, auch, ja, es ist schon lang her. Ich habe Grün damals gewählt und dann haben die Grünen für den Irakkrieg gestimmt als Nichtkriegspartei und deswegen habe ich sie seitdem nicht mehr gewählt. Sie haben mich maßlos enttäuscht. Ja. So. Und jetzt sieht die CSU, nicht, dass die Grünen mal die stärkste Partei werden, müssen wir was dagegen machen. Also Söder umarmt den Baum, hopp. Und zwar so, dass euch oder dass die Wähler das glauben. Sobald du in die Kamera grinst, glaube ich dem nichts. Ja. Ich bin selber politisch total müde geworden. Wenn Politiker im Fernsehen sehe, die ich seit Jahrzehnten sehe und immer die gleichen Gesichter, dann denke ich mir, den glaube ich nichts mehr. Die versprechen uns seit Jahren in das Blaue vom Himmel und was machen sie? Nichts machen sie. Ob das die Quote E-Auto sind und die Unterstützung und passieren dort nichts. Es müssen Kinder auf die Straße gehen, damit sich was ändert. Und das ist erst einmal ein Schlag in die Fresse für jeden Erwachsenen, weil der Erwachsene sich mittlerweile nicht mehr erhebt. Da gehöre ich auch dazu. Ja. Ich weiß nicht, was passieren müsste, dass wir auf die Straße gehen in Deutschland. Es muss nicht so sein wie in Frankreich, ist schon klar. Aber für die Leute ist es wichtiger, Internet auf dem Handy zu haben, als irgendwie umwelttechnisch Vorreiter zu spielen. Ja. Es wird immer mehr negative Sachen gesucht, um irgendwas zu verhindern, wie Windräder, wie Solarparks bei uns jetzt, Wasserkraft. Es werden immer mehr negative Sachen gefunden und gesucht, ja, finden den sie es ja nicht, sondern gesucht und um das zu verhindern. Diese H10-Formel, glaube ich, heißt die, was Windräder betrifft. Wir haben Windräder genau da. Ich sehe jetzt da 4 Stück, die sind von mir 1,5 Kilometer weg, Luftlinie. Ein Stück weiter haben sie jetzt oben rauf gebaut. Das Dorf hat sich vergrößert und ist näher an die Windräder gekommen. Ich habe mich da mal hingestellt. Ich höre von den Windrädern nichts. Ich sehe von den Windrädern fast nichts. Ja, und es gibt Alternativen, die das verbieten wollen, dass in Bayern noch mehr Windräder gebaut werden würden. Unter anderem die CSU. Jetzt wollen sie wieder zurückrudern, weil sie sehen, oh, wir müssen jetzt was machen, weil sonst wären die Grünen zu stark. Und selbst wenn das, nur das, an Änderung hervorkommt, weil es Friday for Futures gibt, ist es schon mal positiv. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, Friday to Future, was gut oder schlecht. Ich weiß nicht, wenn irgendeiner das Video sieht, der meinen Kanal vielleicht gar nicht kennt und so oder mich gar nicht kennt. Was denkt der über dieses Thema? Denkt der genauso? Denkt der, was labert der alte Mann da? Oder denkt der, naja, der hat schon recht? Ich habe für mich selber, also ich und meine Frau haben für uns selber, haben uns entschlossen, was zu tun. Und zwar nicht mit aller Macht. Ja, man will ja auch noch leben. Luxus und Konsum ist der ganz große Umweltkiller. Alle paar Jahre neuen Fernseher, alle paar Jahre neues Handy. Mein Handy ist mittlerweile, wird es 4 Jahre alt und es wird locker nur 2 Jahre halten. Locker. Es kann alles, was ich will, in der Geschwindigkeit, wie ich es brauche,
wunderbar. Und wenn ihr mal was länger braucht, wenn ihr drauf drückt, dann braucht es halt länger. Es ist nicht die Katastrophe, wenn ein technisches Gerät nicht mehr so schnell funktioniert, wie man es will, weil man sich selber ja verändert, weil ja die Technik schreitet voran, alles wird schneller. Bloß das, was man zu Hause hat, wird langsamer. Aber dann ist es halt so. Ja. Wir haben einen Fernseher daheim, der ist mittlerweile von 2006. Also der ist 13 Jahre alt, das ist ein LCD-Fernseher von Philips. Und der tut es heute noch. Ich weiß, dass er nicht mehr up-to-date ist. Ich weiß, es ist nur ein HD-Ready-Gerät, also 27p. Und kein 1080p, also kein Full HD. Aber er tut seinen Dienst noch gut und wird es auch noch so lange tun, bis er verreckt. Ja, es sind so Kleinigkeiten, die wir ändern wollen, um einfach ein bisschen mehr Coolness in unsere Leben, in unser Leben zu bringen und ein bisschen mehr. Einfach ein bisschen mehr Gechilltheit. Nicht mehr jeden Trend hinterherlaufen. Den ganzen Strudel, den die Industrie verbreitet, was man alles angeblich braucht und was nicht, da werden wir langsam aber sicher davon abgehen. Heute haben wir wieder gesprochen. Ich weiß, dass ich, wenn ich irgendwann mal in die Rente gehe, ob es bis dahin noch Rente gibt, ob ich es bis dahin überlebe, das weiß man nicht. Aber das ist rein theoretisch in 7, 8, 9 Jahren vielleicht. Da werde ich mit meiner Technik, die ich habe, werde ich stehen bleiben. Dann mache ich die Tür zu und dann lebe ich so für mich dahin, ohne irgendwas noch hinterher zu laufen. Ja? Und ob es dann noch Flüge gibt, für 79 Euro nach London oder 29 Euro, keine Ahnung, nach Mallorca und so weiter. Ich weiß es nicht. Jetzt gibt es ja diesen Begriff Flugschämen, Flugscham, ist jetzt ganz groß. Und da kann man dann Ausgleichszahlung machen. Ist das jetzt gut, ist das nicht gut? So eine Ausgleichszahlung gehört von Haus aus hin. Ich brauche kein Ticket nach Mallorca für 29 Euro. Das braucht keiner. Wenn ich nach Mallorca fliege, dann soll es mehr kosten. Vielleicht mache ich mir dann mehr Gedanken über was ich machen will. Was ich unbedingt machen muss und brauche. Wenn ein Ticket 500 Euro kostet, dann machen sich viele Gedanken und sagen, da fliege ich nicht. Dann fliegen sie nicht. Perfekt. Genau das so soll es sein. Das Leben bei uns ist zu günstig geworden. Stimmt natürlich nicht, weiß jeder, aber ihr wisst, was ich meine. Und selbst wenn es was Teures gibt, wird es konsumiert. Die Politik, der Staat sitzt da in einem schwankenden Boot. Einerseits wollen sie grün sein und müssen grün sein, weil sie von der EU eine verbraten kriegen, wenn sie ihre Ziele nicht einhalten und müssen 380.000 Euro am Tag zahlen oder in der Woche zahlen an Strafe, weil sie irgendwelche Ziele nicht erreichen. Aber andererseits gibt es nur ein einziges Mittel, wo man die Umwelt einfach entlasten kann, und das ist, stoppt den Konsum. Damit stoppt man die Wirtschaft, damit stoppt man einen ganzen Staat. Und deswegen geht das nicht. Wir haben in Deutschland mittlerweile Technologien außer Landes geschafft, weil es viel zu teuer ist, hier zu produzieren. Klamotten. Ja, die meisten werden in, keine Ahnung, in Asien produziert, weil die das billiger können und wir halt das Zeug importieren. Ob das jetzt Technik ist, was gibt es denn noch für technische deutsche Arbeit, Wertarbeit, rein in Multimedia-Technik zum Beispiel, gibt es nicht mehr viel. Selbst Leica. Siemens hat die komplette Sparte, was Home-Entertainment, Fernseh, Radio,
Computer mit Fujitsu, Siemens, Fernseher, alles abgegeben. Stereoanlagen, alles abgegeben, weil rentiert sich nicht. Weil man halt nur noch ein bisschen plus macht und nicht mehr das, was man plus machen will. Ja. Die ganze Gesellschaft krankt. Und ich glaube, dass dieses Umweltbewusstsein, das jetzt hoffentlich jetzt langsam mal überschwappt, zeigen wird, dass nicht nur bei uns die Umwelt krankt, sondern die ganze Gesellschaft. Es geht nur noch um Geld. Es geht immer nur ums Geld und es ging schon immer nur ums Geld. Aber ich finde es momentan sehr, sehr offensichtlich, dass es so ist. War ich vorher blind vielleicht? Vielleicht sehe ich es jetzt erst. Kann ja sein. Aber so offensichtlich wie jetzt war es für mich noch nie. Und ich persönlich werde was daran ändern. Und jeder persönlich sollte was ändern. Wie gesagt, umwelttechnisch. Ihr braucht bloß mal anfangen, euren Scheiß nicht aus dem Auto zu schmeißen, wenn er irgendwo hinfährt. Nehmt es mit, schmeißt es daheim in den Müll, da wo es hingehört. Und nicht auf die Straße oder auf Motorradfahrer, die hinterherfahren. Und wenn sie es schon macht, macht sie es so, dass keiner mitkriegt. Schaut, dass ich kein Verkehrsminister bin. Oder vielleicht Gott sei Dank, dass ich kein Verkehrsminister bin. In diesem Sinne, das ist ein langes Video geworden. 43 Minuten ungefähr. Wow. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Das sind so Gedanken, die ich habe, wenn ich hier sitze und auf mein Dorf runterschaue und einfach wieder ein bisschen meine Gedanken sammle. Und wenn ich wieder runtergehe, wieder ein Stückchen anderer Mensch bin als vorher. Ich hoffe, es war interessant. Schreibt es in die Kommentare rein. Welche Meinung habt ihr? Gebt mir einen Daumen nach oben oder auch nach unten, wenn ihr eine andere Meinung seid. Bin ich euch nicht böse, im Gegenteil. Lasst uns diskutieren, aber fair, mit Respekt und Toleranz. Und diese Toleranz fordern die E-Autofahrer zum Beispiel sehr viel. Ja, die Verbrennerfahrer müssen toleranter werden. Ich kenne sehr viele E-Autofahrer, denen fehlt Toleranz ebenfalls. Ich glaube, dass wir alle, auch ich, neu lernen müssen. Und das ist gut so. Ja, nicht alles Alte ist schlecht, aber auch nicht alles Alte war gut. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Anfang hin, was ich gesagt habe. Ich setze mich ja her und sinniere über irgendwelche Themen und über mein Leben und wege ab, was gut war, was ich gut gemacht habe und was schlecht war, was ich schlecht gemacht habe. Und nur wenn ich das akzeptiere, was ich schlecht gemacht habe und auch erkenne und auch gewillt bin zu ändern, kann es besser werden. Sollte irgendwas nicht geklappt haben mit dem Bild oder mit dem Ton, kann es nur besser werden. Schreibt es in die Kommentare, was denkt ihr drüber? Servus, sagt Locker, euer Focker.